Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Große Freiheit TV. Ja, heute geht es um Arnold Ehret. Arnold Ehret ist der Fastenpapst, der hat mich super fasziniert. Arnold Ehret sagt, dass Krankheit immer Essen als Grundlage hat, das falsche Essen, und dass man sich mit Fasten und mit der richtigen Ernährung heilen kann. Dazu habe ich mir heute einen Gast eingeladen, Elias Leppe. Hallo Elias, schön, dass du da bist. Elias, willst du erstmal so ein bisschen über dich erzählen? Wer bist du? Was machst du? Du hast ja auch eine ziemlich ungewöhnliche Kindheit gehabt. Gerne. Ja, bin Elias, 24 Jahre jung. Ich habe extra das Wort jung genommen, weil ich das Wort alt aus meinem Wortschatz gestrichen habe, weil ich auch immer wieder gefragt habe, wie alt bist du? Und da ist dann auch irgendwann eine Prägung drin, dass man sich dann alt fühlt. Alt verbindet man mit gebrechlich und Co. Deswegen habe ich einfach jung genommen. Ich bin geboren in Peru, aufgewachsen in Österreich, und meine Eltern haben vor 45 Jahren entschieden, dass sie sich vollwertig pflanzlich vegan ernähren, und auch meine beiden Brüder sind so aufgewachsen und so geboren, und bei mir sind sie nochmal einen Schritt weiter gegangen. Da haben sie gesagt, wir probieren die Rohkost, und ich bin halt quasi das Rohkost-Experiment der Familie. Habe diese dann auch eine längere Zeit gemacht, bin dann, als wir wieder zurück in Österreich waren, haben es meine Eltern leider nicht geschafft, die Rohkost fortzusetzen, weil in Peru ist es leicht. Durchschnittstemperatur im Winter von 24 Grad, Papaya- und Avocado-Bäume im Garten, Mangos ohne Ende. Und in Österreich mit der Kälte, mit Schnee und Co. schaut das natürlich anders aus. Und dann haben sie gesagt, okay, wir gehen wieder vollwertig vegan, uns fehlen einfach die Informationen. Und jetzt vor einigen Jahren haben sie sich wieder entschieden, umzukehren. Haben auch mir diese Informationen zukommen lassen, und da habe ich auch dann unter anderem Arnold Ehret gefunden, auch Galina Shantalova von Wir fressen uns zu Tode, und habe viele Bücher auch gelesen und bin dann, obwohl ich es anfangs gar nicht wollte, wieder dorthin gegangen. Aber was ich halt nicht kann, wenn ich eine Information bekomme, die logisch für mich ist, wo ich sehe, das bringt eine Verbesserung im Leben, kann ich sie nicht ignorieren. Und dann bin ich eben auch wieder in die Rohkost hineingeschlittert, bin jetzt mittlerweile auf 100% Rohkost, probiere das jetzt mal für ein halbes Jahr für mich aus, und habe auch einen Verein gegründet. Also eigentlich haben wir zwei Vereine gegründet, einmal den Verein Wissenschaft Freiheit mit dem Ricardo gemeinsam, meinem Bruder, wo es schwer um das Thema Bildung geht. Weil auch da habe ich eine Vergangenheit, ich bin durch die Schule gegangen, wurde dauernd gemobbt, wurde dauernd gehänselt, mir wurde dauernd gesagt, dass ich dumm bin, dass ich zu etwas nicht kann, dass ich das nicht schaffen werde. Und ich glaube, mein erster Tag beschreibt ziemlich gut meine Schulzeit. Das war ein wortwörtlicher Scheißtag, weil ich habe mir in die Hose geschissen. Also ich bin reingegangen, nach 5 Minuten hatte ich richtig viel Kacke in der Hose drinnen. Und so ähnlich ist es dann auch weitergegangen. Ja. Habe lauter Fünfer gesammelt, also in Österreich die schlechteste Note, und am Schluss quasi haben mir die Lehrer gesagt, deine Karriere endet bei McDonald's. Und dann bin ich plötzlich 4 Jahre später Lerntrainer gewesen und habe Lehrer unterrichtet und habe ihnen gezeigt, wie schnell, einfach und lustig lernen gehen kann. Gemeinsam mit McDonald's. Da muss ich auch sagen, genau, ich bin auf euch aufmerksam geworden durch das Interview von Gunnar Kaiser, wo Ricardo bei Gunnar Kaiser war. Und ich muss sagen, also wer hier meinen Kanal kennt, der weiß, ich bin Master of Education. Ich könnte, wenn ich wollte, Lehrer werden, aber ich habe mich natürlich auch sehr viel mit Bildung beschäftigt und sage, sind nur Indoktrinationsanstalten, da geht es nicht um Bildung. Und da hat Ricardo, hat nicht nur Gunnar, sondern auch mich super fasziniert und zum Staunen gebracht. Und so bin ich dann auf Wissenschaft Freiheit gekommen, auf euren Kanal, den ihr zusammen habt, wo es halt hauptsächlich um Bildung, wo ihr dabei seid, das Bildungssystem zu revolutionieren mit tollen Lerntechniken. Schaut da unbedingt vorbei. Und du hast dann ja deinen Kanal Gesundheit schafft Freiheit, wo du viel über Ernährung, über vor allem über Arnold Ehret, über Fasten sprichst. Wer war denn Arnold Ehret? Arnold Ehret war ein Mensch, der vor über 100 Jahren gelebt hat. Also das muss man unbedingt wichtig dazu sagen, weil es auch dann, auch wenn man seine Bücher liest, muss man das bedenken, weil er einfach Aussagen macht, die vor 100 Jahren gestimmt haben, aber jetzt nicht mehr. Wie zum Beispiel einfach die Qualität des Obstes, die er beschreibt, das kannst du mit dem, viele glauben dann, sie gehen in den Supermarkt und kaufen sich den Bio-Apfel, und das ist die Qualität, die er beschreibt. Er sagt, nee, das ist
in der Wildnis gewachsen, ohne Spritzmittel, ohne Düngemittel, ohne Genveränderungen, ohne dass der Mensch eigentlich eingreift. Das ist das beste Obst. Und Arnold Ehret hat eine schwere Krankheit gehabt. Die ganzen Ärzte haben ihn eigentlich schon fallen gelassen und haben die Hoffnung aufgegeben. Und dann hat er, so wie die meisten, die viel erreicht haben im Leben, die ganzen Naturforscher nenne ich sie immer, also Nikola Tesla, Viktor Schauberger, Arnold Ehret, Erwin Thoma, die haben in die Natur geschaut. Und Viktor Schauberger ist ja der, der den Satz am meisten geprägt hat, gesagt, du musst die Natur kapieren und dann kopieren. Und das hat er auch gemacht. Er hat gesagt, was macht jedes Lebewesen da draußen, wenn es krank ist oder verletzt ist? Es fastet. Ganz automatisch. Und wir Menschen merken das ja auch, dass unser Körper uns dazu zwingen möchte, wenn wir krank sind, wenn wir eine Grippe haben, dann sind wir appetitlos. Was will der Körper sagen? Hör auf zum Futtern. Und die Ärzte sagen immer, du musst essen, auch wenn du keinen Hunger hast, genau, ist doch vernünftig. Ja, genau, ja. Aber eigentlich will dir der Körper sagen, ich brauche für die Verdauung so viel Energie, die ich gerade eigentlich bräuchte, um dich zu heilen, hör auf zum Futtern. Und wenn wir dann weiter essen, dann kriegen wir Halsschmerzen. Das heißt, er versucht dir hier wieder eine Blockade zu machen. Und wir verstehen es nicht, wir futtern weiter und versuchen das mit Medikamenten irgendwie wegzudrücken und wundern uns, warum die Heilung nicht so gut funktioniert. Und er hat dann einfach angefangen zu fasten und ihm ging es immer besser und hat verstanden, was Gesundheit ist, was Ernährung ist, was die alles bewirken kann. Das Fasten eigentlich der natürlichste, stärkste Heilprozess ist, den man durchlaufen kann. Und er sagt, mit Fasten kriegt er jede Krankheit los. Und mit jeder Krankheit nimmt er auch Krankheiten her, wo ich geglaubt habe, das funktioniert nicht. Ich finde es auch super spannend. Er beschreibt in seinem Buch, also Arnold Ehret gibt es erstmal, es gibt von ihm das kleine Buch hier, Schleimfreie Heilkost. Das gibt es halt online als elektronisches Buch. Das ist schnell zu lesen, innerhalb von 100 Seiten. Und dann gibt es hier die Langversion, gesunde Menschen. Der beschreibt da sehr schön, wie er halt nierenkrank war und da wirklich Tausende von Euro ausgegeben hat, von Arzt zu Arzt gegangen ist, sich die ganze Naturheilkunde angeschaut hat und alles hat nicht so richtig geklappt, bis er dann nach vielen, vielen Jahren, wie du schon sagst, selbst geschaut hat, wie macht das die Natur, Experimente gemacht hat und sich dann geheilt hat, auch mit dem Nieren. Die Nierenkrankheit, die er hatte, da wird man heute halt immer noch Nieren unheilbar oder Nieren transplantieren, aber er hat sich selbst halt durch Fasten gesund gemacht. Aber das haben viele gemacht. Also ich brauche gar nicht weit schauen, ich brauche mir nur meinen Papa anschauen, der ja auch eine schwere Schuppenflechte gehabt hat, 3 Jahre lang von den Ärzten drangsaliert worden ist, eine Creme nach der anderen, eine Spritze nach der anderen und die letzte Creme war so aggressiv, dass ihm nach dem Auftragen die Haut von den Fingerkuppen gefehlt hat. Und dann fliegt er nach Japan, in ein Kloster, also war nur von einem Trainer das Kloster gemietet, also war jetzt keine Mönche, und der erzählt ihm die Geschichte und er sagt, nur dummer weißer Mann und hat ihn ausgelacht. Er hat gesagt, du veränderst erstens, zweitens, drittens im Leben, da ging es auch in erster Linie mal um Ernährung, da hat er dann 3 Wochen einfach mal basisch gegessen und nach 2, 3 Wochen war alles weg. Und dann hinterfragst du mal, wie kann das sein, dass die Götter in Weiß 3 Jahre nichts machen, im Gegenteil, es wird immer nur schlimmer und dann zeigt mir jemand wie ich selber, ich glaube, das ist die Kernbotschaft, wie du selber dich heilen kannst und lernst, wieder dein eigener Arzt zu sein. Weil selbst wenn es ein guter Arzt ist, er kann nicht in dich hineinschauen, er kann nicht in dich hineinfühlen. Das heißt, das, was man lernen muss, ist sich dieses Wissen, wie funktioniert der Körper, wie funktioniert die Natur, wie funktioniert Heilung, wie funktioniert Krankheit. Und dann in Kombination, dass man wieder anfängt, auf sich selber zu hören, das ist ja leider das Erste, was einem in der Schule abtrainiert wird. Denke selbst und du wirst bestraft, sprich mir nach und du wirst belohnt. Wenn du eine andere Meinung hast, das gilt nicht. Beginn dich Autoritäten zu unterwerfen. Nur das, was der Lehrer sagt, stimmt oder was im Buch steht, obwohl es vielleicht schon überholt ist. Also man lernt in der Schule teilweise noch immer, dass die Sonne ein Fixpunkt ist und alles drum dreht sich und die Sonne ist starr. Sag ich, das kann nicht funktionieren, nichts ist starr. Und dann merkt man einfach, wie stark das in einem verankert ist. Und wenn man das einmal gelernt hat, dann hast du sämtliche Ängste weg und bist frei.
Und deswegen habe ich auch das, den Verein Gesundheit schafft Freiheit genannt. Ich möchte dir so viel Wissen über das Thema Gesundheit und über dich und deinen eigenen Körper geben, dass du so frei wie möglich leben kannst. Und mit frei meine ich auch frei von mir. Weil ich habe nicht die Lust, jetzt 20 Jahre dich zu begleiten und jede Frage, die du hast, stellst du mir, dann werde ich nicht fertig, wenn das zu viele sind. Sondern du sollst lernen, eigenständig zu werden. Und das ist das, was der Arnold Ehret, finde ich, sehr stark auf den Punkt bringt. Und das ist ja auch das, was ich auf meinem Kanal immer predige. Wir werden halt so konditioniert, du gehst halt in der Schule, bekommst du Bildung von deinem Finanzberater, der sagt dir, wie du dein Geld anlegen sollst, dein Berufsberater sagt dir, was du für einen Beruf machen sollst, der Arzt sagt dir, wie du deine Gesundheit in den Griff bekommst, der Fitnesstrainer sagt dir, wie du Sport machen sollst, anstatt halt einfach selbst in dich reinzuhören, selbst halt einfach für sein Leben Verantwortung zu übernehmen, da ist halt auch, ja, so werden wir schon erzogen. Jetzt, was ist denn die schleimfreie Heilkost nach Arnold Ehret? Was ist falsches Essen, was ist richtiges Essen? Schleimfreie Heilkost, also Schleim ist in meinen Augen fast die falsche Benennung. Ich würde es eher Kleber nennen, Klebstoff. Es geht um die Nahrung, die unseren Körper verklebt. Und wenn man sich den Körper einfach mal im Detail anschaut und mit dem Mikroskop einmal reinschaut, das ist ja auch dasselbe, wenn man mit dem Mikroskop in einen Baum hineinschaut, dann sieht man eigentlich, dass das, was so außen in sehr grob porig wirkt, in Wirklichkeit eine riesige Welt ist. Ich meine, kennst du den Film Horten hört ein Hu? Nein. Das ist eine Kindersendung, die in meinen Augen sehr, sehr lehrreich ist. Das ist ein Zeichentrickfilm, wo ein Elefant ein Geräusch hört und er kann nicht identifizieren, woher kommt das. Und dann merkt er, das kommt von einem Staubkorn, das auf einer Blume ist. Und in diesem Staubkorn ist aber, wenn du reinzoomst, eine ganze Welt mit Städten und Menschen und Lebewesen, die wir gar nicht wahrnehmen würden. Und wenn du beim Menschen reinschaust, also beim Baum, siehst du, dass da auch Räume gibt, da gibt es ein Wohnzimmer, da gibt es und in Wirklichkeit sind wir ein System aus Milliarden von kleinsten Röhren. Durch die einen fließt Blut, durch die anderen fließen Nährstoffe, durch das nächste fließt Wasser und Energien und wir haben einfach viele, viele Milliarden Röhren. Und wenn da jetzt Schleim oder Kleber hineinkommt, der diese Röhren verstopft, dann funktionieren gewisse Dinge nicht mehr. Und er sagt, wenn wir aufhören, diesen Schleim zu konsumieren, diesen Kleber zu konsumieren, dann können Krankheiten nicht mehr entstehen. Und ich gebe ihm in gewisser Weise recht. Ich habe mich natürlich auch mit germanischer Heilkunde und Co. beschäftigt. Aber das ganz böse Buch, Genhammer. Genau. Meine Philosophie dazu ist folgende. Er sagt ja zum Beispiel, der Grundstoff für Entzündungen, und Entzündungen ist das, was unseren Körper am meisten belastet, überall, wo eine Krankheit ist, hast du Entzündungen. Du brauchst irgendwas, was entzündbar ist. Und das ist dieser Schleim, dieser Klebstoff. Und er sagt, wenn dieser Schleim, Klebstoff nicht vorhanden ist, dann kann keine Entzündung stehen und dann kann auch keine Krankheit entstehen. Und was ich beim Hammer gut finde oder bemängle oder auch beim Ehret bemängle, der Ehret geht nur Nährung, der Hammer geht irgendwie nur Geistiges, auch wenn man in Helmut Pilhart zum Beispiel nimmt, der sagt, das ist alles nur geistig, der ernährt sich richtig, richtig schlecht, also der raucht, der sauft, der konsumiert massig Fleisch, der achtet überhaupt nicht, aber da sehe ich auch, der schaut nicht gesund aus. Und ich würde das ein bisschen kombinieren, aber was ich dann auch sage, okay, jetzt hast du irgendeinen geistigen Konflikt. Das heißt, der Körper braucht aber auch hier, damit dann diese Krankheit sich groß entfachen kann, einen Brennstoff. Und wenn der nicht gegeben ist, dann bleibt das klein. Und ich glaube, dass man sogar mit der Ehre, mit der Gesundheit, die Ehre beschreibt, sehr, sehr viele geistige Dinge mit weglöscht. Natürlich, wenn du jetzt zum Beispiel ein Kind bist und die Eltern schlagen dich den ganzen Tag, dann geht es natürlich auf die Psyche. Aber es hat nicht so eine große Auswirkung, wenn der Körper sauber ist, wie wenn er verdreckt auch noch ist. Es gehört natürlich immer beides zusammen, aber man verringert die Auswirkungen der geistigen Konflikte, wenn man sich meiner Meinung nach gesund ernährt. Und auf die Frage noch, was ist das überhaupt, was uns da verdreckt? Also Giftstoff Nummer 1 ist Milchprodukt. Alle Milchprodukte, die du da draußen hast, deswegen findest du sie auch unter Allergenen und der Gebegift. So merke ich es mir immer.
Weil das Problem an der Milch ist, sie ist sehr stark herangezüchtet und du hast da drin ein Produkt, zwei Produkte eigentlich, einmal das Casein, das ein Milcheiweiß ist, das man auch im Baumarkt kaufen kann. Wenn der Putz an der Wand nicht hält, dann kannst du ein bisschen Casein reingeben, das klebt gut, dann funktioniert das wieder. Das heißt, ein enormer Klebstoff, der alles zuklebt und der für sehr, sehr viele Krankheiten verantwortlich ist. Und man kann sich das einfach mal im Baumarkt kaufen und das schaut aus wie Rotz, das riecht wie Rotz, das schmeckt wie Rotz, schaut genau gleich aus und kippt das mal in einen Abfluss. Ist ein dickes Rohr. Jetzt stell dir vor, das ist so ein feines Rohr. Dann funktionieren diese ganzen Dinge nicht mehr. Das nächste ist natürlich Zucker, viel Getreide. Also Getreide, man sagt ja auch der Weizenkleber. Wenn man sich im asiatischen Bereich umschaut, die kleben ihre Türen mit Getreidekleber rein. Der chinesischen Mauer ist Reiskleber drinnen. Also man merkt schon, auch wenn du Mehl mit Wasser mischt, wie klebrig das ist. Und da ist ja auch, ich finde, ich kann das hier auch mal einblenden, bei Wikipedia ist auch so ein Artikel, da steht, dass durch Stärke, was halt ja, Mehl, auch wenn man Fleisch kocht und Oder so, Kartoffeln. man Kartoffeln, dafür hat man, daraus hat man früher Leim und Kleber gemacht und heute immer noch so. Und Ja, das klar. ist halt, wenn wir es zu uns nehmen, dann verstopfen wir und es ist die ideale Grundlage für, oder ist, Krankheiten. ja, um krank zu werden. So, da ist halt die Frage. Da bleibt ja dann nicht mehr so viel über, wenn ich keinen Reis, keine Kartoffeln mehr essen kann, Doch. keine tierischen Produkte mehr, kein Fleisch, kein Milch. Was soll ich denn dann essen? Wir glauben, wir haben eine Vielfalt. Aber wenn man sich genau anschaut, habe ich als Rohköstler, der nur Obst, Gemüse, Beeren und Kräuter und Samen isst, mehr Vielfalt als jemand, der sich normal ernährt. Weil es wird zwar durch die verschiedensten Prozesse, erhitzen, backen, frittieren, in den Kühlschrank packen, chemisch behandeln, werden zwar verschiedenste Speisen geschaffen, aber der Grundstoff ist immer der gleiche. Ob ich jetzt Nudeln habe, ob ich jetzt Brot habe, ob ich jetzt die ganzen, alles was der Bäcker so zu bieten hat, von Topfengulatschen und Torten und Co., das ist alles das Gleiche. Es sind immer dieselben Bestandteile. Und wenn ich mir allein die Vielfalt der Kräuter, die Vielfalt des Obstes, die Vielfalt von Gemüse anschaue, die ich habe, das kennen die meisten Fleischesser gar nicht, oder die sich normal ernähren. Frage mal jemanden schnell, welches Gemüse kennst du? Tomate, Gurke, Kohlrabi, Radieschen, Hört schon Brokkoli, auf, ja. Spinat, Ende. Wenn du mal anschaust, was für eine Vielzahl von Gemüse, was für eine Vielfalt da gibt, an Wildkräutern. Also ich habe allein in meinem Garten über 30 verschiedene Wildkräuter. Das kennen die alle nicht. Und da merkst du einfach, was für eine Vielfalt, was für ein echter, natürlicher Geschmack da auch drinnen steckt. Das Problem ist, den meisten schmeckt das nicht mehr. Ich kenne so viele, die können Erdbeeren nicht essen, die brauchen Sahne dazu. Und der Grund, den beschreibt er zum Beispiel auch sehr gut. Er sagt ja auch, die Zunge ist unser Spiegel zum Darm. Das heißt, wenn wir wissen wollen, wie es in unserem Darm ausschaut, schauen wir uns die Zunge an. Am einfachsten ist es, du fastest einen Tag und fastest dann mit einem Zungenschaber über die Zunge drüber. Und dann merkst du, was das für ein klebriger, stinkender, unangenehm riechender Schleim oben ist. Und das ist genau auch in deinem Darm. Und jetzt hast du die Zunge, wo die Geschmacksrezeptoren sind, das heißt, du hast so eine Schleimschicht drüber. Na klar, kommt das nicht hin. Das ist wie wenn du jetzt sagst, boah, du hast ein gutes Steak und mischst aber eine faulige Tomate drunter. Dann schmeckt das Steak auch nicht so gut, kann das Steak gar nicht schmecken, dass du die Tomate nicht merkst. Und dann musst du natürlich mit Geschmackverstärkern und mit unnatürlicher Chemie das irgendwie aufpäppeln, dass es der Mensch überhaupt essen kann. Gibt dem Menschen irgendwas zu essen, was nicht gesalzen, gezuckert oder sonst irgendwas, die meisten können es nicht essen. Oder werden jetzt die meisten ja kommen, wenn ich ja nur Obst und Gemüse und Wildkräuter esse, dann bekomme ich doch ein Eiweißdefizit, ich muss doch meine Kalorien voll bekommen. Das ist doch immer der erste Einwand. Wie geht Ja, das denn hier? und da frage ich ihn einmal, welches Fleisch oder welches Lebensmittel, das du konsumierst, hat am meisten Eiweiß? Fleisch. Ja, sie wissen gar nicht, Milch. auf welches. Das, was am meisten Eiweiß hat, ist das Kobe-Rindsteak. Das ist so das Eiweißreichste. Das hat, wenn ich mich richtig erinnere, so 33 Gramm auf 100. Und dann sage ich ihm, schau dir mal in der Pflanzenwelt um, was es da gibt. Ich meine, wir können jetzt einen Extremfall hernehmen, das sind die Chlorella und Spirulina, die haben teilweise 80 Gramm auf 100. Schau dir so eine Brennnessel an, wie viel Eiweiß die hat. Und es geht gar nicht nur darum,
ob Eiweiß drinnen ist, sondern welches ist es. Sage ich, da hast du gutes Holz, Mondholz nach Erwin Thoma, und da hast du verrottetes Holz. Beides ist Holz. Aber ich kann nicht rechnen, man braucht zum Beispiel, keine Ahnung, 100 Kubikmeter Holz, damit man ein Haus bauen kann mit 100 Quadratmetern. Sage ich, wenn das alt und morsch ist, kannst du damit gar nichts bauen. Und man muss auch immer schauen, wie kann unser Körper das aufnehmen? Kann er überhaupt das Ganze aufnehmen? Und das beste Beispiel ist das Kalzium in der Milch. Wir glauben, Milch stärkt die Knochen, das ist gut für den Knochenaufbau. Und es stimmt so, es ist viel Kalzium drinnen. Aber es ist kein Kalzium, das wir verwenden können. Weil das Kalzium in der Milch ist sauer, was unser menschlicher Körper nicht verwenden kann. Die Kuh kann es verwenden und die hat auch ganz andere Voraussetzungen, weil eine Kuh muss das allererste laufen können. Die braucht keinen Tag, um laufen zu können. Warum? Wenn sie dem Muttertier nicht folgen kann, stirbt sie. Wir Menschen haben Arme, wir können die Kinder aufnehmen, deswegen ist die Milch der Mutter, also der Menschenmutter, phosphorhaltig. Die ist für die Gehirnentwicklung da. Und wenn wir jetzt Kuhmilch zu uns nehmen, die sauer ist, mit saurem Kalzium, sagt unser Körper, wo alles basisch ist, natürlich sind, also Magensäure ist natürlich sauer, aber das meiste ist basisch aufgebaut, Blut ist basisch, Wasser ist basisch, Speichel ist basisch, und das sollte basisch sein, dann muss der Körper das mit unserem basischen Kalzium ausgleichen und spült beides raus. Das heißt, es ist doppelt Kalzium hemmen. Und wo haben wir den Kalzium? Knochen, Zähne, Sehnen, dort haben wir das Kalzium drinnen. Und du kannst einfach mal anschauen, wo wird am meisten Milch konsumiert auf dem Planeten. Es ist schon ein, zwei Jahre her, dass ich hergeschaut habe. Ich sage jetzt nicht, dass das so jetzt hundertprozentig stimmen kann, sondern dass ein anderes Land ist, aber damals war es Schweden. Und dann schaue ich, wo ist die Osteoporose, also Knochenschwund, Rate Nummer 1, Schweden. Nummer 2, USA. Nummer 2, Milchkonsumrate, USA. Nummer 3, Osteoporose, Deutschland. Nummer 3, Milchkonsum, Deutschland. Nummer 4, Österreich. Und es geht parallel zueinander so weiter. Arnold Ehret geht ja sogar so weit, dass er sagt, die ganze Theorie vom Stoffwechsel, von der Metabolismus, der sagt auch, das ist eine falsche Theorie. Und bei mir war es ja, das habe ich auch bei mir selbst gemerkt, so, es heißt halt immer, du musst so und so viele Kalorien zu dir einnehmen, du musst dann halt auch, ich habe 15 Jahre Krafttraining gemacht, mache es jetzt immer noch, da heißt es, ich muss ganz viel Eiweiß zu mir nehmen. Aber dann habe ich jetzt mal, ich bin schon so, ich würde mal sagen, so Anfang dieses Jahres bin ich schon so auf Rohkost umgestiegen und habe dann einigen Tagen, auch wenn ich Sport gemacht habe, bestimmt nur so 300-500 Kalorien am Tag zu mir genommen, aber ich habe mich trotzdem fit und vital gefühlt. Natürlich, ich habe jetzt ziemlich abgenommen, aber das auch nur, weil ich viel gefastet habe. Da können wir gleich nochmal über das Fasten sprechen. Aber ich habe mich nicht energielos gefühlt. Und das ist halt auch das, was hast du dazu, zu der Stoffwechseltheorie? Also erstens, wenn man abnimmt, dann nimmt man meistens die Dinge ab, die gar nicht zu einem gehören. Denn wenigstens ist bewusst, dass wir zwischen 1 und 10 Kilo im Durchschnitt alter, angetrocknete Kacke allein mit uns mitschleppen. Das heißt, wenn wir anfangen zu fasten, zu entgiften, dann beginnt der Körper mal Giftstoffe loszuwerden. Und wenn diese Theorie stimmen würde, dann wäre ich schon abgemagert, weil ich ernähre mich die letzten 2 Jahre teilweise nur von 100 Kalorien am Tag. Also irgendwo müsste ja dann, das müsste ewig weitergehen. Ich meine, ich bin nicht dick, aber ich habe Kraft ohne Ende. Jeder, der mit mir auch schon mal im Fitnesscenter war oder mit mir einen Berg hochgelaufen ist, merkt, wie viel Kraft ich da habe. Also ich habe mal einen guten Freund gehabt, der hat mich immer sehr ausgelacht, und Veganer haben keine Kraft und man braucht Fleisch. Und dann bin ich mit ihm einfach mal so einen Berg hochgelaufen, 3 Stunden lang. Und der ist nach einer Stunde so in die Knie gegangen, obwohl er Militär, gute Ausbildungen, lange Märsche gewohnt ist, aber ich habe halt ein bisschen einen Extremberg genommen. Und nach einer Stunde hat er gesagt, er kann nicht mehr. Und ich habe gesagt, kein Problem, ich trage deinen Rucksack. Und das waren in dem Fall 2 Brüder. Und ich bin hochgelaufen mit 2 Rucksäcken, habe die abgestellt, barfuß, bin wieder runtergelaufen, habe den dritten Rucksack geholt, bin wieder hochgelaufen und war trotzdem schneller als sie. Und dann hat er gesagt, sie nehmen alles zurück, was sie gesagt haben. Und ich sage mal, es sind nur die Menschen, die das behaupten, die es nicht ausprobiert haben. Mhm. Und man braucht sich auch zum Beispiel auch nur die Shaolin-Mönche anschauen. Die konsumieren auch nicht sehr, sehr viel. Die sind auch nicht besonders, ich sage jetzt mal, aufgebaut.
Aber die haben Kraft ohne Ende, die machen einen Handstand mit einem Finger. Und wenn man dann auch einmal anschaut, die Menschen, die wirklich viele Muskeln und Co. haben, die dürfen nicht aufhören. Die dürfen nicht aufhören zu trainieren und dieses Eiweiß in sich hineinzustopfen, sonst geht die Muskulatur. Weil der Körper, auch wenn man viele Giftstoffe einlagert, in dem Fall diese Milchprodukte, viel Wasser einlagert, und die meisten sagen, haben einen Wasserbizeps. Die können vielleicht kurz was in die Höhe hieven, aber die haben keine Ausdauer, die können nicht langfristig irgendwas heben, da ist keine Kraft da. Und wenn du das reinpflanzlich aufbaust, dann kannst du auch mal ein halbes Jahr nichts tun und der Muskel schwindet nicht. Und da kriegst du eigentlich den wahren Muskel. Und diese Kalorientheorie hat am besten, finde ich, die Galina Shantalova über den Haufen geworfen, die Menschen, die auch dem Sterben nahe waren, aufgepäppelt hat, sag ich jetzt mal, und zu Ultratrail-Marathonläufern herangezogen hat. Und da haben sie auch wissenschaftlich in so vielen Studien und wissenschaftlich nachgewiesen, die laufen jetzt zum Beispiel 700 Kilometer über, weiß nicht, 7 Tage verteilt, oder jeden Tag einen Marathon oder 2 Marathons, und da hat man geschaut, wie viel Kalorien verbrauchen sie allein pro Tag. Und da ist man drauf gekommen, 6000. Und die normalen Marathonläufer haben 7000 Kalorien täglich zu sich genommen, damit sie das ausgleichen können. Und ihre Läufer haben aber nur zwischen 400 und 800 Kalorien bekommen. Und am Ende des Marathons hat man geschaut, wer hat Gewicht verloren, wer hat zugenommen, wer ist noch fit und wer liegt da nieder. Und ihre, die nur 400 bis 800 Kalorien genommen haben, haben alle zugenommen. Die anderen haben alle abgenommen. Und die waren fertig und die anderen hätten einfach weiterlaufen können. Und viele sagen, ich schaue schmächtig aus. Sage ich, ist mir eigentlich ziemlich egal, was die Leute sagen. Ich habe Kraft ohne Ende, ich habe Ausdauer ohne Ende, ich habe eine gesunde Freiheit und ich finde es sogar gut, dass ich wenig wiege. Weil wenn ich auf einem Apfelbaum klettern möchte und mir Äpfel runterholen kann, kann ich auf die dünnsten Äste. Ich bin beweglich, ich bin agil, ich bin schnell. Die meisten können das nicht. Ja, wer jetzt sagt, er möchte Arnold Ehret mal ausprobieren, wie würdest du empfehlen, da zu starten? Weil Arnold Ehret sagt ja, wenn man zu schnell, wenn man von heute auf morgen umstellt, wenn man nur Obst isst und Gemüse isst von heute auf morgen, dann entgiften wir zu schnell. Das kann sogar dazu führen, dass die Leute dann vergiftet werden von innen, dass sie sogar sterben im schlimmsten Fall. Also so schnell passiert es nicht. Ja? Es stimmt schon, es gehört nicht so individuell auch beraten oder ausgelegt wie das Fasten. Mhm. Aber der Körper wehrt sich. Bevor er selber drauf geht, wehrt er sich und zwingt dich quasi, dass du wieder was isst. Mhm. Das Einfachste ist, indem du einfach mal schaust, möchte ich diesen Lebensweg überhaupt gehen, ist das was für mich. Einfach mal ausprobieren. Und ich würde es gar nicht so wie er jetzt einfach komplett auf die Rohkost gehen, sondern probier einfach mal, dich 2 Wochen lang nur von gedünstetem Gemüse zu ernähren. Da ist die Entgiftung schon enorm. Und schau, ob du dir das so vorstellen kannst, ob du das als Lebensstil auch wirklich umsetzen möchtest. Weil es ist jetzt nichts, was man, so wie die meisten Fasten kennen, vielleicht 2 Wochen im Jahr macht. Also wenn ich 2 Wochen im Jahr ins Fitnesscenter gehe, das kann ich mal gleich sparen. Sondern es ist eine eigene Lebenseinstellung. Aber 2 Wochen gedünstetes Gemüse, erstmal ist es ja, also so ist es zumindest bei mir, dass man so einmal die Woche irgendwie mit Freunden, mit Familie sich irgendwie zusammensetzt. Wenn es dann, oder auch wenn man essen geht ins Restaurant, da gibt es dann Gemüse vielleicht irgendwie groß in Öl geschwenkt. Dann darf man lernen, wieder zu kommunizieren. Die meisten haben auch das verlernt, es ist ihnen unangenehm, es ist ihnen peinlich, sie wollen nicht so viel Schmankerl haben oder möchten jetzt nicht so viel Aufwand betreiben. Man kann mit denen kommunizieren. Du kriegst in jedem Restaurant, wenn das halbwegs nette Menschen sind, dort so ziemlich alles. Du musst nur danach fragen, du musst dich trauen. Kriegt man Salat mit Putenbruststreifen und dicken Dressing? Kann man auch kriegen, aber man kann auch, also ich bin ja auch, habe diese Lage auch immer wieder gehabt, und du kriegst auch mal einen ganzen Topf mit nur gedünsteten Brokkoli, wenn du danach fragst. Ja. Also du kriegst das. Einfach immer nur fragen. Einfach fragen. Fragen kostet nichts. Ja. Und ansonsten, du wirst immer wieder wohl noch 2 Wochen finden, wo man nicht, dann sagt man halt diese 2 Wochen mal ab. Was ist, wenn man in Urlaub fährt, da sagt man auch nicht, wenn man 800 Kilometer entfernt ist. Und ein Freund ruft an, willst du zum Mittagessen kommen? Ich lade dich ein. Ja klar, ich fahre schnell zurück. Tut man auch nicht. Sondern man darf auch lernen, Nein zu sagen. Ich möchte bloß ausprobieren. Versteht ja jeder.
Ja, und was das Fasten angeht, man kann natürlich 2 Wochen dann, oder so habe ich das zumindest gemacht. Also ich habe halt so 1, 2 Wochen habe ich viel Obst, viel Gemüse gegessen. Ich bin hier vorne erst immer schwimmen gegangen, dann am Brombeerstrauch habe ich mich direkt dann bedient, habe dann ein bisschen ja, Tomaten gegessen, ein bisschen rote Beete, ein bisschen Wildkräuter und habe dann nach diesen 1, 2 Wochen habe ich dann gefastet. Mal zuerst 1,5 Tage, nee, Quatsch, das erste 2,5 Tage, dann mal 1,5 Tage, dann fast 4 Tage, je nachdem, wie ich mich dann immer gefühlt habe. Und Arnold Ehret sagt ja halt, dass man immer Fastenperioden machen soll und dann zwischendurch sich schleimfrei ernähren soll, oder? Genau. Also damit man auch versteht, ich male einfach mal ein Bild, was macht Fasten. Mhm. Stellt euch vor, ihr habt euren Darm. Und hinter diesen Darmwänden sind lauter Reinigungsmänner. Die warten da mit ihren Bürsten und wollen eigentlich putzen. Aber sie können natürlich nur rauskommen, wenn oben keine Flüssigkeiten und keine Nahrung kommt, die sie wegspülen würde. Das heißt, sobald wir keine Nahrung mehr geben, ist die Energie oder auch das Budget zum Beispiel frei, um diese Saubermänner zu bezahlen. Einfach so, dass man sich was vorstellen kann. Dann kommen die raus und beginnen zu putzen. So lange, bis wieder Nahrung kommt. Das heißt, die putzen das, die lassen das aber dort liegen. Die räumen das nicht weg. Und dann, wenn die merken, okay, Nahrung kommt, verstecken sie sich wieder hinter den Wänden und die nächste Nahrung spült den Dreck raus, den die Saubermänner runtergeschabt haben. Und das muss man dann oft einmal länger machen, weil die meisten haben sich über Jahrzehnte zugemüllt. Wir glauben immer, alles, was oben reinkommt, kommt unten wieder raus. Denkste, also der Körper kann auch noch Giftstoffe von vor 40 Jahren sammeln. Ich kenne jemanden, der hat sogar Medikamente in der ganzen Kapsel von vor 40 Jahren aus sich herausgeholt. Also der Körper kann das sehr gut isolieren und speichern. Und der so wusste ja, die Kapsel habe ich vor 40 Jahren mal genommen. Ja? Ja. Also kann man, hat er sogar einige Videos dazu, hat auch einen eigenen Kanal. Und so kann man einfach mal starten. Oder so wie du es auch gesagt hast, dass du intermittierendes Fasten machst, genau. Sogenannte Frühstück weglassen. Das ist der sanfteste Weg ins Fasten. Das sagt Ehre, das ist das Schlimmste überhaupt, das Frühstück. Ja. Wir sagen, also das heißt ja auch Breakfast. Genau, das ist die wichtigste Mahlzeit, aber in Wirklichkeit, das ist das Fastenbrechen. Ja. Breakfast. Ja. Im Englischen sehr gut beschrieben. Und wenn wir einfach mal dieses Fastenbrechen hinauszögern und um 12 Uhr zum Beispiel erst das erste Essen nimmst oder um 16 Uhr, dann merkt man schon, dass das tut schon einiges. Also man kann auch das zum Beispiel einfach mal einen Monat ausprobieren. Man kann die 2 Wochen einfach gedünstetes Gemüse essen. Man kann aber genauso auch, wenn man sagt, okay, eigentlich fühle ich mich gesund, einfach mal eine Woche Saft- oder Wasserfasten ausprobieren. Man kann ja, wenn man nach Tag 3 merkt, du, eigentlich geht es mir nicht gut, mag ich nicht, kann man immer noch abbrechen. Nur wenn man jetzt sagt, ich mache eine Woche, heißt das nicht, dass man ja die Woche durchzieht, man hat ja keinen Vertrag unterschrieben. Und da einfach mal schauen, wie geht's mir. Und anhand des Fastens, wo man auch sieht, wie geht's mir, kann man auch sehr gut seinen eigenen Gesundheitszustand mal definieren und sich anschauen, wo stehe ich überhaupt. Jetzt ist natürlich die Frage, Arnold Ehret sagt ja, dass wir vor allem durch tierische Produkte uns verkleistern, verschleimen. Ich habe hier Weston Price gelesen, das habe ich in einem Video auch schon mal vorgestellt. Weston Price ist um die Welt gereist, hat sich Naturvölker angeschaut und da hat er gesehen, dass sich viele Naturvölker vor allem auch von tierischen Produkten ernährt haben. Fast von Milch, von Fleisch, vor allem auch die Eskimos, die spricht Ehret auch ganz kurz an. Ja. Ist das so der blinde Fleck, den Ehret hat? Müssten die Leute eigentlich auch schon früh gestorben sein und krank sein? Aber das sind sie ja, glaube ich, nicht. Müssten sie nicht, der hat es nur nicht beschrieben. Sven Rohakt hat es zum Beispiel sehr gut, der auch Weston Price dann auch zitiert. Und da geht es darum, dass man muss sich immer das Ganze anschauen. Man kann nicht sagen, okay, die ernähren sich tierisch, das muss doch schlecht sein, aber man muss sich ihre komplette Lebensweise anschauen. Die leben nur draußen. Die haben meistens keine Häuser, also das sind oft Nomadenvölker oder auch die Eskimos, die haben jetzt nicht solche Häuser. Die haben kein Fachwerkhaus mit Heizung und Co. Das heißt, die sind sehr viel draußen, die haben sehr, sehr viel körperliche Arbeit, die sind in der Natur, die atmen saubere Luft ein, die haben sauberes Wasser, die sind viel an der Sonne, tragen auch meistens keine Kleidung. Das heißt, die Sonne ist oft am ganzen Körper, auch wenn man sich den jetzt anschaut, der da abgebildet ist, der schaut sehr, sehr gut gebräunt aus. Und sie essen Wildfleisch. Und jetzt nicht irgendein gezüchtetes aus irgendeiner Fabrik
oder aus dem nächsten Supermarkt, wo so ein schönes Etikett drauf ist, aber das ist mehr Schein es sein. Und sie essen alles und in Rohkost. Das heißt, wichtig ist ja auch das, was er in erster Linie beschrieben hat, dass gekochte Nahrung uns sehr, sehr kaputt macht. Speziell was die Zähne belangt. Er hat sich ja auch sehr stark die Zähne angeschaut, dass die eigentlich alle sehr, sehr gesunde Zähne haben. Das heißt, wenn die ein Tier haben, dann essen die alles. Und wenn man sich auch bei den Robben anschaut, bei den Inuits, was essen die als erstes? Die Innereien immer, ja. Den Darm. Ja. Und was haben sie da drin? Das Grünzeug. Das heißt, das Grünzeug, was die Robben essen, versuchen die natürlich auch zu kriegen, weil sie einfach wissen, das ist das Nährstoffreichste. Das heißt, es gibt zwei Wege. Ich kann entweder das Gras direkt essen oder das Grünzeug oder jemanden das essen lassen und dann denjenigen essen, der es gegessen hat. Meiner Meinung nach ist die direkte Weise besser, aber ich weiß nicht, ob du schon mal Antarktis und Co., da wo die Inuits leben, dort hast du nicht viel Grün. Aber die Robben essen Grün, die essen doch auch Fisch. Nein, die essen auch viel Grün. Die essen auch viele Meerespflanzen. Ach so. Und das ist das, was sie als Erste essen. Und sie essen immer alles. Das heißt, sie schneiden sich nicht so wie wir Menschen jetzt das Filetstück hinaus, sondern sie essen alles. Und das ist einfach eine Qualität auch noch im Vergleich, die kannst du nicht vergleichen. Und ich glaube, dass wir mit rein pflanzlicher Kost deutlich länger leben würden, aber dass man auch mit tierischer Kost, wenn man eine gute Qualität hat, das roh konsumiert, glaube ich, dass man auch locker 120 Jahre alt werden kann, ohne dass man irgendwelche gesundheitlichen Probleme hat. Okay, alles klar. Ja, ich würde mal sagen, vielen Dank für das Interview. Super spannendes Thema auf jeden Fall. Also ihr Lieben, ich verlinke auch nochmal den Account, den YouTube-Kanal von Elias. Ich werde nochmal die ganzen Bücher unten drunter schreiben. Vielen Dank fürs Anschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.